Für die Landesregierung erteile ich nun Frau Justizministerin Kühne-Hörmann das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nach dem letzten Redebeitrag will ich mal wieder zum Tagesordnungspunkt zurückkommen, denn ich glaube, der Beitrag hatte wenig mit der Debatte zu tun. Das Ziel der SPD ist klar. Es geht darum, einen Richter aus dem Amt zu entfernen. Das wird auf drei Seiten begründet, ohne dass die Voraussetzungen dafür vorliegen. Die fünf zu beschließenden Ziffern im Antrag beschränken sich fast ausschließlich auf die Wiedergabe des Gesetzestextes. Und ohne konkrete Anträge zu stellen, und da will ich noch einmal darauf hinweisen, das kann hier das Parlament. Nach Artikel 127 Absatz 4, also das will ich noch einmal klarstellen, und dem, was auf Bundesebene gilt, könnte die SPD selbst die Richteranklage einleiten. Und jetzt frage ich einmal, warum haben Sie das nicht gemacht? Auch klar, weil Sie selbst erkannt haben, dass die Voraussetzungen für eine Richteranklage nicht vorliegen. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist dieser Antrag eine Luftnummer, mit der am Ende, das hat der Kollege Heinz auch gesagt, der Rechtsstaat beschädigt wird. Es geht der SPD nicht um die Verteidigung des Rechtsstaates, sondern Sie wollen auf Kosten des Rechtsstaates und der Unabhängigkeit der Richter eine politische Debatte führen. Dann sagen Sie es doch auch gleich so. Die Richteranklage ist ein Instrument, mit dem man sehr maßvoll umgehen muss. Das haben viele Kollegen gesagt, und dafür bin ich dankbar, dass das noch einmal klargestellt worden ist. Ich will noch einmal daran erinnern, weil das wichtig ist, dass diese Regelung auf den Erfahrungen der Weimarer Republik und der Nazizeit beruhen, in der die Justiz gleichgeschaltet war und Politik willkürlich auf die rechtsprechende Gewalt Einfluss genommen hat. Die Richteranklage ist gewissermaßen ein Gegenstück zur richterlichen Unabhängigkeit, deren Missbrauch sie verhindern soll. Und deshalb sind die Hürden hierfür auch besonders hoch. Und ich will auch das noch einmal betonen, obwohl das auch schon viele vor mir gesagt hatten, es hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie einen praktischen Anwendungsfall gegeben. Und trotz ihrer bislang fehlenden praktischen Bedeutung ist es gut, dass es das Instrument gibt. Und das möchte ich deutlich sagen. Es hat eine warnende symbolische Wirkung und unterstreicht die Bedeutung des Rechtsstaates in Deutschland. Und jetzt komme ich dazu, warum dieser Antrag, sagen wir mal, völlig luftorientiert formuliert ist. Die Voraussetzungen für eine solche Richteranklage liegen nicht vor. Die Richteranklage kann nämlich erst dann eingeleitet werden, wenn das Verfahren, das Anlass zu Zweifeln an der Verfassungstreue des Richters gibt, rechtskräftig abgeschlossen ist. Nach § 58 Absatz 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz in Verbindung mit § 62 Bundesverfassungsgerichtsgesetz gilt Folgendes für die Richteranklage. Und ich würde jetzt gerne zitieren, Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis, und will darauf hinweisen, dass bei dem Zitat Bundesrichter vorkommt, das aber nach den gesetzlichen Regeln für Landesrichter gilt. Ich zitiere. Wird dem Bundesrichter ein Verstoß im Amt vorgeworfen, so beschließt der Bundestag nicht vor rechtskräftiger Beendigung des gerichtlichen Verfahrens oder wenn vorher wegen desselben Verstoßes ein förmliches Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist, nicht vor der Eröffnung dieses Verfahrens. Ende des Zitats. Ich will noch darauf hinweisen, dass beim Disziplinarverfahren das eine Alternative ist. Das Parlament, die erste Gewalt, ich komme gleich noch einmal dazu, kann rechtlich dieses Verfahren einleiten, ohne dass es irgendeiner anderen Hürde bedarf. Ob das am Ende erfolgreich ist, das ist die große Frage, Herr Kummer, wenn die Hürden hoch sind. Das von der SPD angesprochene Verfahren ist noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, sondern beim Verwaltungsgerichtshof anhängig. Das hat auch seinen Sinn,
Würde das Verfahren der Richteranklage jetzt eingeleitet werden, so Herr Kummer, wie Sie das wollen, so würde sich das Parlament oder ich als Justizministerin über den Richterwahlausschuss öffentlich gegen eine richterliche Entscheidung stellen. Und das wäre ein krasser Verstoß gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung. Zu den Ausführungen im Urteil kann und darf ich mich nicht äußern. Auch das Thema ist eben schon besprochen worden, und das ist der Kern. Ich glaube, der Kollege Heinz hat gesagt, wir wollen nicht in Zukunft, und wir dürfen auch nicht, die Rechtsprechung am Ende in allen Details im Parlament bewerten. So, und deswegen will ich sagen, zu den Ausführungen im Urteil kann und darf ich mich nicht äußern. Seien Sie aber versichert, dass ich diesem Vorgang große Aufmerksamkeit gewidmet habe und widme. Frau Ministerin, lassen Sie eine Zwischenfrage. Nein. So wurde mir berichtet, dass der zur Dienstaufsicht berufene Präsident des Verwaltungsgerichts Gießen Maßnahmen der Dienstaufsicht ergriffen hat. Darüber hinaus bin ich als Justizministerin zwar die oberste Dienstvorgesetzte der Richterinnen und Richter in Hessen. Dies umfasst aber nicht die Befugnis, die richterliche Tätigkeit inhaltlich zu kontrollieren, also gerichtliche Verfahren und richterliche Entscheidungen zu überprüfen, abzuändern oder auch nur zu kommentieren. Dies dient der Sicherung einer unbeeinflussten und allein an den Maßstäben des Rechtes ausgerichteten Entscheidungsfindung. Die Kontrolle gerichtlicher Entscheidungen findet durch den Instanzenzug statt. Wenn nach der jeweiligen Verfahrensordnung ein Rechtsbehelf oder ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung gegeben ist, obliegt eine solche Überprüfung der dafür zuständigen Gerichtsinstanz. Frau Ministerin, noch einmal die Frage nach einer Zwischenfrage. Nein. Vor diesem Hintergrund ist es der Landesregierung verwehrt, Zitate aus Gerichtsentscheidungen zu bewerten oder zu sanktionieren. Da gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt worden sind, findet allerdings eine Überprüfung im Rahmen eines Berufungsverfahrens beim Verwaltungsgerichtshof statt. Die Einleitung einer Richteranklage als größter Form der öffentlichen Missbilligung einer richterlichen Entscheidung darf keine Ausnahme dazu sein. Sie kommt erst ultima ratio in Betracht nach Abschluss des gesamten Verfahrens. Ich möchte aber noch etwas zu den inhaltlichen Voraussetzungen einer Richteranklage sagen. Herr Kummer, hören Sie gut zu. Die Hürden hierfür sind sehr hoch. Die Gründe dafür habe ich bereits genannt. Ich möchte sie aber noch einmal wiederholen. Die Richteranklage begrenzt die richterliche Unabhängigkeit. Weil die richterliche Unabhängigkeit ein so hohes Gut ist, darf man in sie nur in absoluten Ausnahmen eingreifen. Und hierfür reichen Zweifel, das ist das, was bei Ihnen im Antrag steht, an der Verfassungstreue eines Richters nicht aus. Es muss vielmehr positiv feststehen, dass der Richter die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnt und sie bekämpft. Und hierüber gehen Sie, meine Damen und Herren Abgeordneten der SPD, in Ihrem Antrag leichtfertig hinweg. Für Sie reichen Zweifel bereits aus. Sie nehmen es dann mit der richterlichen Unabhängigkeit also nicht so genau. Und ich sage Ihnen daher, wir dürfen die tragenden Grundprinzipien des Rechtsstaates nicht gegeneinander ausspielen. Verfassungstreue der Richter und richterliche Unabhängigkeit müssen stets zusammen gesehen werden. Jetzt will ich noch etwas zum Antrag der LINKEN sagen. Ich will bemerken noch, dass mir die Staatsanwaltschaft Gießen berichtet hat, dass die betreffende Entscheidung des Richters am VG Gießen vom 2.9.2019 von der Staatsanwaltschaft Gießen strafrechtlich geprüft wurde, mit dem Ergebnis, keine Strafbarkeit wegen Volksverhetzung und Rechtsbeugung gegeben ist. Zum Schluss will ich noch Folgendes sagen. Sobald die Verfahren abgeschlossen sind, versichere ich Ihnen, dass umgehend und umfassend geprüft wird, ob Maßnahmen ergriffen werden müssen. Vielen Dank. Danke, Frau Ministerin. Als nächster Redner in der Debatte hat sich Herr Rudolph, Fraktionsvorsitzender der SPD, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Merkwürdige Debatte, aufgewühlt, delikat,
krude Thesen eines Richters. Worum geht's? Wir als SPD-Fraktion, werte Kolleginnen und Kollegen, nehmen ein verfassungsrechtliches Recht in Anspruch, hier im Parlament einen Antrag nach Artikel 127 Absatz 4 der Hessischen Verfassung einzubringen, Herr Kollege Heinz, weil Sie ja auf Ihren Juristenstatus abgehoben haben. Gott sei Dank sind nicht alle 137 Abgeordnete Juristen. Das stelle ich mir schon schwierig vor, um es nicht anders zu formulieren. Ja, das klang so promoviert. Das war schon so ein bisschen sehr abgehoben. Ich weiß ja, dass Juristen und Ärzte im ersten Semester lernen, dass sie auch deutlich machen, wie schlau sie sind. Das habe ich auch alles schon gehört, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das schenken wir uns jetzt mal. Dieses Instrument einer sogenannten Richteranklage ist zulässig. Den kann der Landtag direkt stellen. Aber wir können die Justizministerin beauftragen. Den Weg sind wir gegangen. Und Kollege Kummer hat es doch eben schon gesagt. Mit dem Richterwahlausschuss im Einvernehmen zu klären. Warum Richterwahlausschuss? Weil das Gremium ist, was die Richterinnen und Richter ernennt auf Lebenszeit. Und die wollen wir in den Entscheidungsprozess mit einbinden. Und Einvernehmen heißt, wenn das nicht funktioniert, ist dann das auch nicht machbar. Und das ist ein normales Instrument, was wir hier anwenden wollen. Und das Argument, das gab es ja noch nie in Deutschland, und deswegen hat das keine Erfolgsaussicht, ist ja hanebüchen. Was ist denn das für eine krude, absurde Diskussion, meine sehr verehrten Damen und Herren? Ja, der Fall ist möglicherweise, man soll ja ein bisschen vorsichtig sein mit so Formulierungen wie einmalig. Und die richterliche Unabhängigkeit ist besonders geschützt. Ja, das ist auch gut so. Aber der Fall, um den es geht, ist möglicherweise aber auch von einer herausragenden Bedeutung. Und da, Frau Ministerin, haben Sie eher wenig bis gar nichts zugesagt. Der Kollege Heinz hat von Grude geredet. Wissen Sie, es geht um die Kernaussage, Migration tötet. Und wenn Sie sich die Urteilsbegründung mal anschauen und die historischen Vergleiche, das ist nicht nur krude, das ist zum Teil menschenverachtend. Und ich will, wir wollen, dass wir auch zu einem Richter uneingeschränkt Vertrauen haben können in die Verfassung. Und die sehen wir in dem Fall eben nicht mehr gegeben. Und deswegen ist dieser Fall von besonderer Bedeutung, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie dann sagen, Frau Ministerin, das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, ja, glauben Sie, daran scheitert es? Dann wird eben der Antrag so lange zurückgestellt, bis das Verfahren vom VGH abgeschlossen ist. Und wenn wir nicht den großen Personalmangel in Hessen hätten, würden die Verfahren auch schneller gehen. Das haben Sie nämlich zu verantworten, weil Sie jahrelang zu wenig Stellen bereitgestellt haben. Und deswegen, das Argument ist ja nur eines, was an der Stelle hanebüchen ist. Und die Hürden, die im Artikel 98 des Grundgesetzes drinstehen mit der Zweidrittelmehrheit, die sind verdammt hoch. Überhaupt gar keine Frage. Aber genau deswegen ist ja die richterliche Unabhängigkeit auch so richtig und wichtig. Aber sie gilt eben auch für diejenigen, die im Staatsdienst sind. Und wir haben ja den Redebeitrag von rechts draußen eben gehört. Ich will eben keine Leute im Staatsdienst, die gegen die Verfassung agitieren, hetzen und sie missbrauchen. Und deswegen uneingeschränkte Verfassungstreue ist ein wichtiger rechtsstaatlicher Grundsatz. Den wollen wir umgesetzt sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und nun haben wir ja mal wieder das Schicksal erlebt oder das Spiel erlebt. Schwarz und Grün sind sich nicht einig. Frau Förster-Heldmann spricht von einer Expertenkommission. Kollege Kummer hat gesagt, was sollen die Experten denn beraten? Sie wissen doch nicht, wir wissen doch nicht, wie ein Bundesverfassungsgericht entscheiden würde. Das wissen wir doch gar nicht. Das ist doch richterliche Unabhängigkeit. Sie können doch nicht ernsthaft sich hinstellen und sagen, das sei alles nicht zulässig. Sie haben es auch gar nicht gemacht. Sie wissen zwar, wie Entscheidungen ausgehen, philosophieren darüber und stellen etwas in den Raum, was Sie gar nicht wissen. Und Frau Kühne-Hammer, was haben Sie eigentlich in den letzten Monaten gemacht? Das Urteil ist vom 1.7.2021. Das erste Urteil ist von 2019. Sie hätten da schon längst tätig werden können. Tun Sie doch nicht so, als wenn Sie alle Möglichkeiten bisher ausgeschöpft haben. Und von daher ist das der nette Versuch. Herr Heinz hat ja gesagt, Sie lehnen das ab. Expertenkommission. Das machen Sie übrigens immer. Bei den 130.000 Menschen, die eine Petition zur Freigabe von NSU-Akten machen, machen Sie das auch. Da sollen Sachverständiger prüfen. Immer wenn Sie sich nicht einig sind, es kommt ja öfters vor, sollen Experten, Sachverständige und sonst was. Was ist das für ein Humbug? Entscheiden sich in der Sache klar und eindeutig. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann am Schluss, er hat sich auch gemeldet, es passt ganz gut. Herr Müller, wissen Sie, Sie gehören ja auch zu der Kategorie der ganz Schlauen in diesem Hause. Das teilen Sie uns ja gelegentlich auch immer mit. Da müsste ich noch viel lernen von Ihnen, um dahin zu kommen. Will ich aber gar nicht. Auf einem Tweet von Herrn Müller ist zu lesen, die SPD Hessens, muss dann wahrscheinlich richtigerweise SPD-Fraktion Hessen, greift in Hessen zum Mittel der Richteranklage, um einen Richter, der eine kritikwürdige Entscheidung getroffen hat, auch eine nette Formulierung, Anführungszeichen, politisch aus dem Amt zu hebeln, Polen lässt grüßen.
Demokratie ist nur, wenn es ins eigene Bild passt. Meine Güte, wo sind wir gelandet? Ich finde, das ist eine ziemliche Entgleisung, und ich verbitte mir für die sozialdemokratische Fraktion den Vergleich mit einer Regierung in Polen gegen Recht und Gesetzverstöße. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit. Und ich erwarte, dass Sie sich dafür entschuldigen. Die Größe werden Sie wahrscheinlich nicht haben. Aber wer mit solchen Argumenten und Tweets arbeitet, der hat in der Sache keine Argumente. Und der Kampf gegen den Rechtsextremismus und gegen Verfassungsfeinde, den müssen wir gemeinsam aufarbeiten und gemeinsam vorantreiben. Aber er muss auch ehrlich gemeinsam. Lippenbekenntnisse hören nicht dazu. Ich bin mal gespannt, ob Sie den Mut und den Charakter haben, sich für diese unglaubliche Entgleisung zu entschuldigen. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Für die FDP-Fraktion hat sich Frau Schardt-Sauer gemeldet. Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Lieber Günther Rudolph, ich hoffe, ich darf etwas vortragen, obwohl ich Juristin bin. Also ich habe im ersten Semester etwas anderes gelernt, nämlich vor allen Dingen Verfassung, das Verfassungsrecht. Herr Kollege Heinz, jeder kann sich gerne noch einmal in der Debatte melden. Es geht nicht darum, und ich glaube, das muss man klarstellen, weil hier am Ende was passiert ist. Leider lässt die Ministerin ja keine Zwischenfragen zu. Zeugt von unglaublicher Souveränität. Und deswegen habe ich mich gemeldet, weil ich möchte für die Freien Demokraten zwei, drei Dinge politisch festhalten. Die Aussagen sind inhaltlich unerträglich. Es muss verfassungskonform damit umgegangen werden. Und das ist die Verantwortung dieser Justizministerin, die uns jetzt eben 5 Minuten erzählt hat, warum sie nicht zuständig ist. Und das ist nicht akzeptabel. Frau Ministerin, das machen Sie in anderen Bereichen auch. Ich habe jetzt gerade erst das Protokoll RTA Sondersitzung 12. Januar gelesen, wo Sie uns erklärt haben, in dem Frankfurter Justizskandal, dass Sie persönlich nicht ermitteln. Das haben wir jetzt auch, glaube ich, nicht vermutet, dass Sie jetzt persönlich bei der Kripo arbeiten. Aber als oberste, sozusagen oberste Dienstherrin haben Sie Aufgaben. Und das genau ist der Punkt. Das erwarten wir. Es muss gar nicht. Ist ja die Frage, ob es zwingend jetzt die Richterklage oder die dienstrechtliche sorgfältige Aufarbeitung ist. Eben viel die Frage, was haben Sie dann gemacht in den letzten Monaten? Und das ist klar unsere Forderung. Und die Tragweite zeigt schon, hier muss jetzt was passieren. Unsere Forderung lautet, erstens achtet die Gewaltenteilung. Damit tun wir uns sonst keinen Gefallen. Zweitens, das zuständige Verfassungsorgan nach der Hessischen Verfassung, die Justizministerin, soll es unverzüglich aufarbeiten und nicht wieder auf irgendeine andere Instanz unter ihr, möglichst weit weg aus dem Justizministerium, verweisen. Nee, ja, das macht sie sehr gerne. Das ist ihre Sache. Und ich erwarte, dass wir in diesem Parlament schnellstmöglich eine sorgfältige Aufarbeitung mit einer Empfehlung, weil die Verfassung sagt, sie alleine ist verantwortlich. Verantwortung hat viele Seiten der Medaillen. Und dann können wir Parlamentarier erwarten von ihr eine klare Empfehlung, wie wir damit umgehen und sich nicht wieder hinter einer Hecke verstecken und sagen, ich bin nicht zuständig. Das verdient die hessische Justiz nicht, sie verdient mehr. Vielen Dank. Danke, Frau Schardt-Sauer. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Müller gemeldet. Einfach sagen, Frau Schardt-Sauer hat recht. Ich gebe die Hoffnung jetzt auf, Herr Kollege Müller. Liebe Kollegin Schardt-Sauer, wir haben etwas gemein. Wir sind Juristen. Das habe ich mit vielen gemein. Und Herr Kollege Rudolph, Entschuldigung, Herr Präsident, das habe ich vergessen. Das war auch nicht. Das haben wir mit vielen im Hause gemeinsam, lieber Herr Kollege Rudolph. Und ich kenne ja so
Ihre Auffassung von Juristen, die ich in Teilen sogar teile, weil Juristen sind nicht immer einfach. Das ist halt so. Aber das damit zugrunde und zutage tretende Gefühl, dass Juristen diesen Staat eigentlich eher beschädigen als ihn fördern, das muss ich ehrlicherweise Ihnen nicht wirklich gutieren. Nein, das haben Sie nicht gesagt. Ich habe gesagt, das vermittelte Gefühl, lieber Herr Kollege Rudolph. Und lieber Herr Kollege Rudolph, ich gehöre ja einem Berufsstand an, der sich schimpft als unabhängiges Organ der Rechtspflege. Und es gibt zwei unabhängige Organe der Rechtspflege in unserem Land. Zwei. Das eine sind die Anwälte, die dafür mitsorgen, dass Freiheit in diesem Land rechtlich auch durchgesetzt wird. Und das andere sind die Richter. Mehr unabhängige Organe der Rechtspflege gibt es nicht. Und deshalb unterliegen diese unabhängigen Organe der Rechtspflege und die Richter im Besonderen einem besonderen Schutz. Und Sie tun ja immer so, dass das Parlament wichtiger sei als alle anderen Gewalten. Das ist aber nicht so. Es ist die wichtigste Gewalt zur Gesetzgebung und zur Umsetzung. Es ist aber nicht der Kontrolleur der Gerichte. Und das ist genau das, was gerade, und deshalb komme ich jetzt auf Polen, was dort passiert. Dass nämlich Politik Gerichte kontrolliert und meint, sie kann Meinung ersetzen durch justiziable Entscheidung. Und deshalb ist das an dieser Stelle ein ähnliches Verhalten. Denn die Richteranklage sagt ganz deutlich, es muss feststehen, Herr Rudolph, langweilig Sie? Oder? Herr Müller, lassen Sie eine Zwischenfrage von ja, Herrn... Ja, gerne. Ich lasse die jetzt mal zu, Herr Kummer, damit Sie nicht ganz frustriert sind. Ja, Herr Kollege Müller, ich bin überhaupt nicht frustriert, sondern ich finde es eine spannende Debatte. Aber meine Zwischenfrage. Ist Ihnen denn bewusst, dass über diese Frage endgültig niemand Geringeres zu entscheiden hat als das Bundesverfassungsgericht und damit die Judikative, dass diese Frage nicht der Landtag entscheidet, sondern unser höchstes Gericht, das Bundesverfassungsgericht, Gerald, gut aufgehoben ist? Frage ist angekommen, hat mir... Ist Ihnen das bewusst, habe ich gesagt. Augenblick. So, na, das gebe ich schon noch zu, Herr Müller. Das können Sie mir zutrauen. Jetzt haben Sie wieder das Wort. Dankeschön, Herr Präsident. Hätte ich eigentlich nicht zweifeln dürfen. Lieber Herr Kollege Kummer, natürlich bin ich mir bewusst. Natürlich bin ich mir bewusst, dass das Gericht, das Bundesverfassungsgericht darüber entscheidet. Aber wissen Sie, Sie müssen mir und uns allen mal erklären, warum Sie nicht den direkten Weg gehen und selber diesen Antrag stellen. Warum haben Sie denn heute nicht den Antrag gestellt, dass diese Richteranklage erhoben wird? Das machen Sie doch nicht. Sie belasten, Achtung, jetzt wird es ja noch spannender, ein anderes Verfassungsorgan, nämlich den Richterwahlausschuss, mit einem Auftrag des Parlaments, halte ich an dieser Stelle für hochproblematisch, aber will ich gar nicht diskutieren, weiter, anstatt dass Sie die Entscheidung selber treffen. Und warum treffen Sie sie denn nicht selber? Jetzt werden wir wirklich tatsächlich da mal formal juristisch, weil Sie nicht in der Lage sind, den Antrag ordnungsgemäß zu begründen. Der ist nämlich umfassend darzulegen und zu begründen. Und da steht schlichtweg drin in unserer Verfassung, und zwar in der Bundesverfassung, die immer die Landesverfassung bricht, immer. Also Sie wollen ja auch immer belehrt werden, Herr Günther, gehören Sie es jetzt an dieser Stelle auch noch mal, lieber Herr Rudolph. Die bricht immer die Landesverfassung, wenn sie kollidiert. Und da müssen Sie es begründen, und Sie können es nicht begründen, weil nämlich tatsächlich nicht feststeht, dass dieser Richter sich abschließend gegen diese Verfassung gewandt hat. Das Urteil, da müssen wir nicht drüber streiten, die Kollegin Förster-Heldmann hat es zutreffend gesagt, das ist in unseren Augen nicht wirklich hilfreich, es ist unterirdisch und textlich unterirdisch, ist doch klar. Aber nichtsdestotrotz müssen wir hinnehmen, dass Richterinnen und Richter in unserem Land Entscheidungen begründen, ohne dass uns das immer gefällt. Und ohne, dass wir damit übereinstimmen. Und es gibt viele Entscheidungen, die nicht ansatzweise mir gefallen oder vielleicht Ihnen gefallen. Aber das müssen wir hinnehmen in der Politik, weil das ist die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter in unserem Land. Und lieber Herr Rudolph, wenn ich einem Sozialdemokraten Unrecht getan habe, weil er eine andere Auffassung hat, dann tut mir das prinzipiell leid, aber es tut mir nicht leid, Ihnen vorzuhalten, dass Sie das Gleiche machen, indem Sie politisch auf Gerichte einwirken wollen, wie das, was Herr Kaczynski und andere zurzeit in Polen tun. Und das muss man auch so deutlich sagen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Müller. Ich habe das nicht verstanden. Was Sie... Ja, am Ende der Debatte, genau.
Und die Debatte ist noch nicht zu Ende, sondern Herr Dr. Grobe für die AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, nochmals, bei dem SPD-Antrag handelt es sich um eine Einmischung in die unabhängige Gerichtsbarkeit des Landes. Es ist nicht Sache des Hessischen Landtages, Gerichtsurteile auf politische Korrektheit hin zu prüfen. Und zu Herrn Kollegen Rudolph, so ein Verfahren, was Sie gerne anstreben oder gerne möchten, gab es schon leider in Deutschland, das zweimal in Diktaturen. Möchten Sie dahin wieder zurück? Wir nicht. Kommen Sie wieder auf den Boden des Grundgesetzes zurück. Danke. Danke, Herr Dr. Grobe. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen außer den Debattenbeitrag von Herrn Rudolph zur Geschäftsordnung vor. Drück mal gerade. Herr Präsident, ich möchte eine persönliche Erklärung nach § 81 der Geschäftsordnung am Ende der Debatte abgeben. Die Möglichkeit besteht selbstverständlich. Wir sind am Ende der Debatte anbelangt. Deswegen erteile ich Ihnen das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das habe ich von Ihnen so genau erwartet, genauso arrogant und überheblich, und Sie haben es wiederholt. Erstens würden wir politisch in die Justiz eingreifen. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, wenn die rechts draußen das mitrufen, macht es ja das an der Stelle nicht besser. Das ist eine Unverschämtheit, weil wir haben sehr deutlich gemacht, was richterliche Unabhängigkeit für uns bedeutet und eine unabhängige Justiz. Zweitens haben Sie erneut einen Vergleich mit einer Regierung in Polen gemacht, die gegen EU-Recht verstoßen, die Minderheitsrechte ignorieren. Auch das haben Sie zum wiederholten Male gemacht. Sie sind offensichtlich charakterlich nicht in der Lage, sich für die... Das kann vorkommen. Das ist schon hier anderen auch passiert, wenn man sich vergaloppiert. Aber Sie haben es wiederholt und Sie haben es bewusst gemacht. Das ist schade, dass Sie das bei einer solchen Debatte tun und die Beleidigung in Richtung der Sozialdemokratie. Wissen Sie, wir brauchen gerade von Ihnen gar keine Belehrung, was es heißt, Rechte zu schützen von anderen. Sozialdemokraten mussten, weil sie sich für andere eingesetzt haben, ihr Leben lassen. Und deswegen war das ein ziemlich schäbiger, unverschämter Angriff auf die Sozialdemokratie, die ich mit Entschiedenheit zurückweise. Danke, Herr Rudolph. Zur Geschäftsordnung, Herr Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum einen weiß ich nicht, wo die persönliche Erklärung war. Meines Erachtens war das ein Debattenbeitrag und keine persönliche Erklärung. Es ging nicht darum, dass er gesagt hat, ich persönlich habe mich hier angegriffen gefühlt und möchte das herstellen. War ein reiner Debattenbeitrag. Und zum Zweiten finde ich es unparlamentarisch, einem Kollegen charakterliche Fertigkeiten abzusprechen. Das geht meines Erachtens nicht. Danke, Herr Bellino. Sie haben an meinem Gesichtsausdruck gesehen, dass ich über Passagen ähnliche Zweifel hatte. Aber die persönliche Verbundenheit des Abgeordneten und Fraktionsvorsitzenden Rudolph mit der SPD und deswegen auch die persönliche Beleidigungsfähigkeit habe ich da im Vordergrund gesehen. So, jetzt machen wir Schluss mit dem Tagesordnungspunkt und überweisen die beiden ausgiebig diskutierten Anträge zur Weiterberatung in den Rechtsausschuss.